Und mich, liebe Zuschauer, empfangen wir unsere Gast von Moria. Sie heißt Magali Walter. Guten Morgen, Magali. Guten Morgen, Philipp. Es freut mich wirklich, euer Gast zu sein. Wenn's belebt. Aber mir sagt Walter und nicht Walter. Ah ja? Sind ihr von Amerika? Nein, aber mir sagt Walter. Hoppla. Magali, ihr seid hier für uns von eurem Beruf zu reden. Ein Beruf, wie viele nicht gut kennen. Ihr seid Lebensberater. Ich bin nicht Lebensberater, wie ihr sagt. Ich bin Coach für Coach. Ah, du bist ein Lebensberater, Berater. Wenn er will, ja. Aber ich bin doch einfach zuerst Coach gewesen, oder? Eigentlich, Philipp, ich habe direkt ein Training gemacht, für Coach, für Coach zu werden. Ja, ja, und ich glaube, ihr habt eure Ausbildung mit einer grossen Prominenz von dem Gebet, nämlich mit dem Julia Smith. Es ist Julia Schmidt. Sie ist von Zürich. Sie ist, wie man Step Forward beigebracht hat, für Target zu erzielen. Sie hat mir wirklich geholfen, meine negativen Profite wegzutreiben. Für endlich meine Goals zu erreichen. Ah ja, sie hat eine richtige Beeinflussung. Komm, sitzen wir da an. Ja, Philipp. Sie kann, egal wem, Insights. Ah, jo, stimmt. Also, wir wollen ein bisschen von euch reden. Was habt ihr denn eigentlich vor der Ausbildung gemacht als Beruf? Philipp, was wichtig ist, ist not before. Was wichtig ist, ist now. Ja, und eben jetzt. Was tun wir konkret? Ich meine, als Beruf tun wir Lebenscoach ausbilden. Ah ja, nicht nur Philipp, ich bin Lifecoach ausbilden schon einmal. Aber ich bin auch Workcoach ausbilden. Ja, und das heisst? Also, ein Workcoach interveniert auf der Arbeitsplatz. Es werden Themen angesprochen, die mit der Arbeit verbunden sind, aber auch mit dem persönlichen Leben der Leute. Und ein Lifecoach interveniert in der Private Sphere mit persönlichen Themen, wie öfters auch mit der Arbeit verbunden sind. Ah ja, das kann man gar nicht vergleichen. Ah ja, Philipp, das kann man ja nicht. Na komm, wir hocken da wieder an. Hopp, Magali Walder. Ja. Hopp, Magali. Jetzt konkret, für was du denn euren Coach ausbilden? Du musst für Psychotherapie sensibilisieren? Achtung, Philipp. Ein Coach ist keine medizinische Fachperson. Ja. Ein Coach tut coachierte Personen auf den Sösch für Lesungen begleiten. Sie hilft ihnen auch, ihr Potenzial bewusst zu werden, sich aufzuwerten und auch ein positives Bild von sich selber zu haben. Ja, ja, also, deutsch gesagt, ich bringe den Leuten Lösungen für ihre Probleme. Wir bringen den Leuten keine Lösungen. Ah, ja. Die Lösungen stecken schon in euch drin. So. Nein, aber jetzt, Magali, konkret. Wenn ich Coach will wäre, bräuchte ich da einen bestimmten Hintergrund? Da bräuchte man keinen Background, Philipp. Zum Beispiel hier. Das letzte Jahr habe ich eine Frau coachiert, die immer noch Hausfrau war. Und jetzt tut sie Sophrologie-Workshop animieren in der Luftfahrtindustrie. Und sie verdient Kohle dabei. 5'000 Euro. Nett. Wie viel? Im Monat. Hocke jetzt da wieder auf das Kanabetten und den Bull. Das ist ein lebenswichtiger Beruf. Ja, ja, ja. Wir haben auch den Preis von dieser Ausbildung zurückbezahlt. Das ist nicht umsonst, ich denke. Ich sehe das auch nicht so, Philipp. Ein Training, wie ich es anbiete, fährt zu einem Skill-Certificate. Ja, ein Diplom. Ein Skill-Certificate. Meine Students machen an 15 thematische Lessons mit auf unserer E-Learning-Plattform. Was, das ist nur auf dem Internet? Und selbstverständlich, Philipp, wenden wir uns so viel wie möglich an die Leute, wie... Wie dumm sind. Wie interessiert und open-minded sind. Daher, Philipp, es wird mich freuen, ich meine... Training Handbook zu gehen. Merci, Magali. Wenn ich jetzt inschreibe, lohnt noch sogar ein bisschen um Preis nach. Sie sparen 10% vom Preis auf die 3 ersten Stunden. Es wird mich freuen, ihr Live-Project zu untersuchen. Also, kontaktiere mich an... Magali, merci, ich stecke so vorne bei. Ja, bye, bye, Magali. Und schlussendlich mit einer richtigen Expertin, wie tot es ist, Ips zu erzählen. 9-0.